Okay, wir müssen nur diese Auster zum Lachen bringen, um an die Perle ranzukommen. Und anscheinend funktioniert der Trick mit dem Seetangbad nicht zweimal. Oh, weg mit dem Ding. Ich habe eine Idee. Übersetze Vogel. Hey, Kleine, kannst du uns ein paar Federn leihen? Kein Lebewesen auf diesem Planeten kann ernst bleiben während einer Fisselattacke. Na los, lach schon. Los, jetzt lach, du humorlose Muschel. Kille, kille. Nicht kitzelig. Ist notiert. Vielleicht sind diese Federn ja gar nicht. Vergesst es, sind sie doch. Sie lacht schon noch. Wir müssen nur den Spaßknochen dieser Auster finden. Haben Austern überhaupt Knochen? Übersetze Auster. Hallo Austern, Muscheln. Wie geht es euch heute Abend? Wuhu! Wie bewegt sich eine Krabbe in der Stadt fort? In den Seitenstraßen. Verstanden? Na, weil sie seitwärts geht. Oh, Seitenstraßen. Verstehst du? Okay. Du willst lustig, du kriegst lustig. Ich benutze jetzt mein Verwandlungspaket. Oh, Mann. Nicht leicht, eine Auster zu sein, was? Man verbringt den ganzen Tag damit, Sand in Perlen zu verwandeln. Und dann kommt ein Haufen dreister Kinder und versucht, sie wegzunehmen. Wer kann das nachvollziehen? Irgendwelche Muschelkollegen hier? Hashtag nachvollziehbar. Also, das hat ja nicht so gut geklappt. Tada! Ein Oktopus. 4, 5, 6, oh. Dem Oktopus fehlen zwei Beine. Ich nenne ihn den stachellosen Kugelfisch. Eine Seeschlange. Voila. Eine Auster, die fröhlich lacht und uns ihre Perle schenkt. Gar nichts? Echt jetzt? Doch, das war's. Ich gebe auf. Lasst uns groß werden und die Tür der Sandburg ein für alle Mal eintreten. Für wen halten sich diese egoistischen Schalentiere? Da, die Perle! Schnappt sie euch! Zeitpaket! Yeah! Tada! Ja! Gern geschehen, wir werden dich auch vermissen. Also Ende gut, alles gut. Halten wir uns da raus, okay? Einverstanden. Ich glaube, das war genug Küstenchaos für einen Tag. Oh nein. Übersetze Auster. Die Auster hat ihren ganzen Freunden von unserer witzigen Show erzählt. Sie wollen sie auch sehen. Okay. Unsere Arbeit ist niemals getan.